Hallo YouTube. Heute möchte ich euch mal wieder was vorstellen. Und zwar geht's heute um ein Bankkonto. Aber es geht nicht um irgendein Bankkonto, sondern um mein aktuelles Lieblingskonto bzw. auch mein Hauptkonto. Und zwar geht's heute um das Bankkonto von Tomorrow. Und was das Tomorrow-Bankkonto so einzigartig macht oder was mich davon überzeugt hat, auch es als mein Hauptkonto einzurichten bzw. als Hauptkonto zu nutzen, das will ich euch heute mal ein bisschen näher bringen. Ich habe mir nämlich dazu im Hintergrund auch noch mal ein paar Notizen gemacht, damit ich auch hoffentlich nichts vergesse. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen oder so habt oder Kritikpunkte oder Wünsche oder vielleicht auch Videowünsche für die Zukunft, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Denn dann kann ich meine Videos auch ein bisschen besser machen. Kommen wir erstmal zu den generellen Punkten. Und zwar das Bankkonto, wenn ihr euch ein Bankkonto bei Tomorrow erstellt, also wenn ihr euch ein Konto eröffnet quasi, dann müsst ihr hier erstmal auf Konto eröffnen gehen. Nein. Schauen wir uns am Anfang erstmal die Homepage von Tomorrow an, denn ich glaube, die zeigt auch schon mal ganz gut, was das Bankkonto von Tomorrow eigentlich so bietet. Ja, also Tomorrow, das ist so ein Bankkonto, also es ist nicht irgendein Bankkonto, sondern eine Bank, die sich speziell auf den Klimaschutz auch fokussiert und sich mal überlegt, wie können wir alle eigentlich die Umwelt ein bisschen, ja, zukunftssicherer machen, sage ich mal. Also wie können wir die Umwelt schützen und unser Klima auch, damit wir einfach den Klimawandel nicht so weiterhin nicht weiterhin so schnell vorantreiben, wie wir es aktuell machen. Und was wir als einzelner, ich sag mal, Mensch eigentlich dagegen, also gegen den Klimawandel machen können. Und damit geht es auch schon los. Und zwar Tomorrow, das Tomorrow-Konto ist quasi, hier wird beworben mit dein mobiles Girokonto für positiven Impact. Und darum geht es einfach. Also man kann mit jeder Kartentransaktion ein bisschen Regenwald schützen. Also das ist ein Quadratmeter pro Euro. Ihr bekommt eine Debit-Visa-Card quasi. Also es ist ähnlich wie eine Kreditkarte, nur eben, ich sag mal, ohne die Kreditfunktion, sondern ihr müsst quasi das Geld, bevor ihr irgendwas zahlen wollt oder überweisen wollt, müsst ihr das Geld quasi schon auf eurem Bankkonto haben. Also ihr habt auch eine IBAN, ganz normal. Und bevor ihr in den Laden geht oder auch zum Beispiel bei Amazon oder was weiß ich, irgendeinem Online-Shop bezahlen wollt, müsst ihr eben das Konto im Plus haben und das Geld muss auch für diesen Betrag auch ausreichen. Also das Geld wird auch dann sofort, relativ sofort abgebucht, also bei Kartenzahlungen wie immer sofort bei einer Debitkarte, nicht wie bei einer Kreditkarte am Ende des Monats und bei Lastschriften eben wie eine normale Lastschrift. Das läuft dann aber wie immer über die IBAN. Genau, also ihr bekommt eine Visa-Karte, die nämlich das Klima schützt. Ich finde auch, die schaut sehr schön aus. Hier mit dem Spruch, die inneren Werte zahlen. Also man sieht es jetzt nicht so komplett, aber da steht die inneren Werte zahlen drauf. Und die, genau. Also es gibt zwei Kontenarten bei Tomorrow. Das eine ist Tomorrow Basic, also quasi das Standardkonto, was man hat, wenn man sich ein Konto eröffnet. Das ist auch in der Grundvariante, also monatlich kostenlos. Ihr habt damit dreimal im Monat die Möglichkeit, kostenlos Geld abzuheben an jedem Geldautomaten in ganz Deutschland. Genau, oder beziehungsweise weltweit steht es hier auch. Und dann gibt es noch das Tomorrow Zero Konto. Schauen wir mal schnell hin.
Das kostet dann 15 € im Monat und damit schützt ihr auch noch ein bisschen mehr das Klima. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr natürlich auch einfach auf den Link klicken in der Videobeschreibung, den ich euch da reinstelle. Also das ist die Homepage von Tomorrow, wo ihr alle Infos auch nochmal selber nachlesen könnt. Genau, ihr bekommt dann also ihr habt damit einen Ausgleich des eures CO2-Fußabdrucks. Ihr habt unbegrenzt kostenlose Bargelderhebungen pro Monat und ihr könnt auch, also es gibt Unterkonten, davon könnt ihr in Tomorrow Basic 2 maximal haben und mit Tomorrow Zero eben unendlich viele. Und die heißen eben Pockets. Also was bei N26 die Spaces sind bei Tomorrow die Pockets. Genau. Und was ich auch gut finde an Tomorrow, dass eben die Transparenz auch, was man mit dem Geld macht im Hintergrund, was auf eurem Konto liegt zum Beispiel. Und zwar steht hier sowohl auf der Homepage als auch in der Tomorrow App, in der Mobile Banking App von Tomorrow steht dann zum Beispiel auch, wie viel Kapital man die Bank aktuell durch wie viele User hat. Also aktuell sind es 26.752 Kunden, die eben ein Tomorrow-Konto haben. Und insgesamt die 26.752 Kunden haben eben ein Gesamtkapital von 39.283.381 € aktuell, was auf den kompletten Konten von Tomorrow liegt eben. Und Tomorrow investiert eben auch einen Teil des Kapitals in nachhaltige Projekte. Also aktuell sind das 5.100.000 €. Und eben nicht in gestrige Branchen wie zum Beispiel Braunkohleabbau oder Atomenergie oder was weiß ich was eben schlecht für die Umwelt ist. Genau, weil das ist nämlich das, was die meisten normalen, sage ich mal, Banken momentan immer noch leider machen. Groß dabei sind zum Beispiel auch die Sparkasse und die DKB und die Deutsche Bank, die auch sehr viel ihres Kapitals in die Rüstungsenergie stecken, zum Beispiel an Boeing oder Lufthansa, die eben ja für Flugzeuge bekannt sind, aber eben auch sehr viel in die Rüstungsenergie investieren eben oder damit auch die Rüstungsenergie fördern. Und das macht Tomorrow eben nicht. Und hier könnt ihr auch nochmal nachlesen, wie Tomorrow die Projekte auswählt, die sie unterstützen und was auch ansonsten noch mit dem Geld passiert. Genau. Und aktuell wurden schon 29.878.977 Quadratmeter an Regenwald in Brasilien geschützt. Das sind insgesamt 5.040.238 Bäume. Und es wurde auch schon 7.641.345 Kilogramm CO2 kompensiert. Und das steigt eben kontinuierlich mit den Kartentransaktionen. Genau. Und hier könnt ihr noch ein paar weitere Details sehen. Genau. Gut, kommen wir noch zu den weiteren Vorteilen von dem Tomorrow-Konto. Und zwar, ihr habt eben, wie gesagt, schon, ihr bekommt eine Visa Debit Card, die eben ganz normal einsetzbar ist, auch zum Beispiel auf Amazon oder allen anderen Online-Shops, genauso wie die IBAN, die ihr bekommt. Was ich gut finde und was auch in Bezug auf oder im Vergleich zu anderen Konten, ich sag mal, nicht so normal ist, nicht gängig ist, ist, dass Tomorrow keinerlei Schufa-Einträge anlegt, sage ich mal, oder auch keine Abfrage macht. Also quasi, ihr könntet rein theoretisch auch eine negative Schufa-Auskunft haben. Das interessiert Tomorrow in dem Sinne jetzt nicht. Hauptsache, ihr könnt eben eure Lastschriften und Kartenabbuchungen bezahlen. Genau. Wie gesagt, die Kontoführung generell ist kostenlos. Also ihr zahlt keine monatliche Gebühr, außer wenn ihr Tomorrow Zero nutzt. Genau. Es wird Google Pay unterstützt.
Nur mit der Visa aktuell, muss man dazu sagen, weil Tomorrow, als sie noch gestartet sind, haben sie mit Mastercard kooperiert. Das ist jetzt seit ungefähr einem Jahr nicht mehr der Fall. Also die Mastercards, die aktuell noch im Umlauf sind, haben zwar bisher weiter funktioniert, bis sie eben ablaufen. Das gibt nämlich wie immer ein Ablaufdatum, und dann, wenn die ablaufen, dass sie in eine neue Visa-Karte umgeändert werden. Und genau, Google Pay zum Beispiel funktioniert auch nur mit den Visa-Karten. Apple Pay soll dann auch noch im Laufe dieses Jahres folgen. Aber das sind wir auch schon gespannt. Auch ein sehr schöner Vorteil ist die Überweisungsgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Banken, wie zum Beispiel der Sparkasse oder der Postbank. Und zwar ist Tomorrow sehr schnell, also innerhalb von nicht mal einem Tag oder einen Tag, maximal 2 Tage bisher, auch je nach Sender oder Empfängerbank natürlich, je nach Richtung, kommt das Geld an, und das finde ich einfach sehr schön, dass das so schnell geht. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr als Tomorrow-Kunde einem anderen Tomorrow-Kunden Geld überweist oder von dem Geld bekommt, dann habt ihr die Möglichkeit, das auch in Echtzeit zu überweisen. Also müsst nicht eben die normale Bank Überweisungsgeschwindigkeit abwarten. Das ist auch noch sehr schön. Der Kundenservice ist super schnell und nett und auch sehr zuverlässig, weil wenn es Probleme gibt, zum Beispiel per E-Mail oder per In-App-Chat, ich habe den bisher immer sehr schnell erreicht, also innerhalb von 15 bis maximal normalerweise 30 Minuten, in Ausnahmefällen mal eine Stunde. Wenn es dauert, das ist schon sehr langsam, sage ich mal, für die Tomorrow-Verhältnisse. Aber also generell antworten die eigentlich innerhalb von 15 bis 30 Minuten. Also das ist schon sehr zuverlässig und auch sehr nett, wie man da eben immer behandelt wird. Es gibt noch einen Telefonchat, den habe ich bisher aber nicht genutzt. Von daher kann ich euch dazu auch nichts sagen. Generell ist der Chat von 9 bis 18 Uhr, von Montag bis Freitag besetzt. In der Anfangszeit hatte ich auch schon mal die Überraschung erlebt, dass man sogar an einem Samstag oder zum Beispiel auch Sonntag nachts um, ich sag mal, 22, 23 Uhr eine Antwort bekommen hat. Das hängt dann natürlich auch immer je nachdem ab, wie ausgelastet die sind. Aber in der Regel solltet ihr nicht erwarten, am Wochenende eine Antwort zu bekommen. Aber das ist ja momentan bei wenigen Banken so, dass man am Wochenende Antworten bekommt, generell. Von daher ist das schon ganz gut. Ihr habt keine Auslandseinsatzgebühren normalerweise. Ich kann hier auch mal nochmal zu Konten vergleichen. Also eben hier kostenfreie Abhebungen 3 Stück. Ihr habt ein digitales Haushaltsbuch auch schon in der Basic-Variante. Und die Push-Benachrichtigungen kommen eben bei jeder Transaktion. Und eben bei Tomorrow Zero habt ihr noch zusätzlich den CO2-Ausgleich. Und eben die unendlichen kostenfreien Abhebungen pro Monat. Und die unendlichen Pockets. Genau. Was gibt's noch zu sagen? Die Kontoeröffnung, also die läuft generell komplett über die App ab. Es ist auch eine Möglichkeit, über den Browser das Konto zu eröffnen in Arbeit, aber das steht aktuell noch aus. Also momentan läuft alles über die App. Das heißt, ihr eröffnet euch euer Konto in der App und macht dann quasi über ID Now eine Videolegitimation. Das geht auch sehr schnell. Und müsst dann nicht irgendwie zur Post rennen oder irgendwelche Formulare oder Briefe papiermäßig ausfüllen, also das ist auch schon sehr vorteilhaft. Kommen wir zu den Nachteilen, also Nachteile in Anführungszeichen, wenn man sich das Nachteil sehen will, ist eben, wer es braucht unbedingt, wer darauf angewiesen ist mit dem Bargeldbezug, der hat hier natürlich ein bisschen das Nachsehen. Also wer jetzt mehr als dreimal im Monat Geld abheben will an einem Geldautomaten, der ist hier vielleicht nicht unbedingt sehr gut beraten, also wenn überhaupt mit dem Zero-Konto. Und aktuell ist eine Kooperation mit barzahlen.de in Arbeit, damit man auch in den Läden
Geld abheben kann, also zum Beispiel im Penny oder im Rewe. Interessant, ein Kartentausch zum Beispiel kostet normalerweise 10 Euro, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt, ich glaube, wenn ihr sogar die Mastercard noch habt und eine neue Visa beantragt, ich weiß nicht, ich habe das damals gemacht, als die Visa quasi rausgekommen ist. Von daher kann ich mich daran nicht mehr erinnern, aber ich glaube, da ist es sogar kostenlos. Ihr könnt mich aber gerne in den Kommentaren verbessern, wenn ich da jetzt irgendeinen Bullshit erzähle. Eben, ihr habt keine Möglichkeit der Bargeldeinzahlung an einem Automaten. Das heißt, wenn ihr euer Geld einzahlen wollt, müsstet ihr das per Überweisung machen. Das heißt, eventuell, wenn ihr nur Tomorrow als eigenes, als einzelnes Konto habt, als Hauptkonto, müsstet ihr das zum Beispiel über einen Verwandten überweisen lassen. Also hier geht das Geld dann an den Verwandten und der überweist es dann an euer Konto. Ja, kann man als Nachteil sehen, wenn man will. Lastschriftrückbuchungen sind aktuell zumindest nur über den Support machbar. Das heißt, noch nicht über die App. Da ist aber auch in Arbeit, dass es dafür bald einen Button gibt. Aber eben, wie gesagt, ist noch in Arbeit. Die Kartendetails an sich, also zur Visa-Karte, sind noch nicht in der App einsehbar. Da ist aber auch im Gespräch oder in der Arbeit, dass das zukünftig möglich sein soll. Die IBAN seht ihr natürlich immer in der App. Also, wenn ihr eingeloggt seid, dann könnt ihr eure IBAN natürlich sehen und auch kopieren direkt. Und es gibt aber noch kein Online-Banking, zum Beispiel über den Browser. Sprich, ihr habt nur die Möglichkeit, über die App das zu machen. Genau. Seit gestern gibt es dann nämlich auch in der Beta-Version von der Tomorrow-App die Möglichkeit, zumindest in Android, iOS kann ich nichts dazu sagen, den Dark Mode zu nutzen. Das heißt, ihr könnt die App auf Dark Mode umstellen, damit es eben nicht ganz so hell ist zum Beispiel oder auch Akku spart bei bestimmten Display-Technologien. Genau, das App-Design von Tomorrow, von der App ist sehr schön. Also ihr seht hier auch zum Beispiel auf den Screenshots. Ich kann euch leider dazu nicht viel zeigen, weil sonst müsste ich euch mein privates Konto zeigen und also meine Transaktionen. Und das ist, naja, das ist suboptimal. Aber ihr seht es hier, also die Tomorrow-App ist sehr schön aufgebaut. Wie gesagt, Überweisungen sind in Echtzeit möglich von Tomorrow zu Tomorrow Kunde, aber ansonsten zu Fremdbanken zum Beispiel noch nicht. Ihr könntet auch zum Beispiel, wenn ihr nur die Handynummer habt, glaube ich so, zumindest, aber die E-Mail-Adresse geht auf jeden Fall, könntet ihr auch ohne IBAN quasi per E-Mail eine Überweisung oder einen Zahlungsauftrag senden, wenn derjenige bei Tomorrow ist. Zumindest. Es gibt Daueraufträge, Überweisungen, Terminüberweisungen auch, Lastschriften eben und normale Kartenzahlungen. Was gibt es sonst noch zu beachten? Wenn ihr euer Konto oder eure Karte bei Amazon hinterlegen wollt, erkennt Amazon, dass ihr eigentlich in indischen Rupien zahlen wollen würdet. Das kann man aber eben beim Hinterlegen der Bankverbindung bzw. der Kartenverbindung sofort umstellen auf Euro, also da gibt es eigentlich keinen Nachteil. Ihr müsst es halt beachten, wenn ihr eure Bankverbindung oder eure Kartenverbindung bei Amazon hinterlegt. Ist einfach eine Sache, die man beachten sollte, damit es nicht irgendwie zu Problemen kommt. Genau, es gibt aktuell keine Möglichkeit, ein Businesskonto zu eröffnen und auch noch kein Partnerkonto, aber Partnerkonten zumindest sind schon mal in Arbeit. Da soll es auch im Laufe des Jahres, soweit ich das mitbekommen habe, auch noch weitere Informationen geben. Ja, wie gesagt, ich nutze Tomorrow aktuell als Hauptkonto. Das hat damit die Postbank sowie die Sparkasse und auch N26 damals, also im späteren Verlauf bei mir abgelöst, weil die Vorteile, die überwiegen, finde ich einfach bei mir oder für mich. Deshalb habe ich Tomorrow auch als Hauptkonto eingerichtet oder nutze es als Hauptkonto und kann dazu auch sehr viel, also sagen eben, dass es sehr gut läuft und ich habe keine großen Probleme. Manchmal gibt es ein paar Verbindungsprobleme in der App, aber das wird dann auch relativ schnell behoben. Also in der Vergangenheit wurde das relativ schnell behoben und auch in der Community kann man das melden.
Hier könnt ihr zum Beispiel in die Community schauen und dann könnt ihr das natürlich auch, sage ich mal, melden, dass ihr Probleme habt. Und da schauen auch natürlich Kunden, aber auch Mitarbeiter von Jumao regelmäßig rein. Also solltet ihr euch da, also solltet ihr euch das ausreichen, könnt ihr es in der Community melden, aber wie gesagt auch über den In-App-Chat oder über Telefon oder über per E-Mail, genau. Ihr könnt hier auch noch die Preisliste findet ihr hier. Und genau. Genau, und dann könnten wir nochmal auf den Blog schauen. Da kann man auch immer sehr viele schöne Informationen finden. Aber das könnt ihr euch ja bei Gelegenheit anschauen, wenn ihr wollt. Ich werde euch auch einen Link in die Videobeschreibung setzen, mit dem ihr euch ein eigenes Konto eröffnen könnt bei Tomorrow. Dazu muss ich sagen, das ist ein, ich sag mal, Affiliate-Link in dem Sinne, dass ich bekomme da kein Geld dafür, dass ihr ein Konto eröffnet oder ihr auch nicht, aber Tomorrow schützt mit jedem geworbenen Kunden, der eben über einen Affiliate-Link sein Konto eröffnet, zusätzlich 100 Quadratmeter an Bäumen. Und da gibt es auch immer Boni und also zum Beispiel eine Tasche oder einen Flixbus-Gutschein hat man auch schon in der Vergangenheit gesehen, die es dann gibt ab alle drei, also immer wenn ihr drei neue Kunden geworben habt, dann bekommt ihr jedes Mal ein kleines Goodie auf Wunsch zugeschickt oder eben einen Gutschein oder was auch immer da aktuell ist, das wechselt regelmäßig. Also da könnt ihr auch sehr viel Abwechslung erwarten. Genau, aber ich wollte es euch einfach nochmal mitteilen, dass es eine Art Affiliate-Link ist. Nicht, dass ihr denkt, ich verheimliche euch da was. Und Tomorrow gibt mir auch eben, wie gesagt, kein Geld dafür, dass ich das Konto, sage ich mal, bewerbe. Aber ich finde es einfach sehr schön, die Möglichkeit auch mit dem Bankkonto mit den regelmäßigen Transaktionen auch die Umwelt zu schützen, und von daher empfehle ich es einfach sehr gerne weiter. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, eben wie gesagt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht's gut und tschüss.